Herzlich willkommen hier zu einer neuen Codes of Life Podcast Folge. Ich sitze draußen, falls du Hintergrundgeräusche hörst, ist das der Grund. Wir sind gerade mitten in der Launchphase. In nur 9 Tagen geht unser neues Tool online und deswegen haben wir die letzten Tage extrem viel am Laptop und am Computer gesessen. Und jetzt bin ich heute Morgen und heute Mittag hier und die Sonne scheint und ich habe überlegt, welches To-Do von meiner Liste kann ich jetzt machen, was mit in der Sonne sitzen und frische Luft haben kombinierbar ist. Tada! Podcast-Folge. Deswegen siehst du mich jetzt hier in ganz strahlender Sonne und manchmal vielleicht auch mit zusammengekniffenen Augen, aber ich glaube, das ist egal. Denn es gibt Sachen, die sind wichtiger. Ich möchte heute mit dir über Lilith sprechen. Lilith ist ein super kraftvolles astrologisches Zeichen und hat eine sehr, 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 sehr spannende Geschichte. Ich bin auf Lilith aufmerksam geworden 2021, im Übergang 2021, 2022. Da habe ich nämlich mein erstes astrologisches Reading für mich bekommen. Und die das damals gemacht hat, hat mich darüber aufgeklärt, dass in dieser Zeit meines Lebens Lilith eine mega große Rolle spielt. Und ob ich sie kennen würde und ob ich ihre Geschichte kennen würde. Und ich sage so, nee, irgendwie nicht so richtig. Also ich habe schon mal irgendwie den Begriff gehört, aber so ganz genau weiß ich es nicht. Sie hat es dann kurz umrissen. Ich habe mich sehr angezogen gefühlt von dieser Energie und habe danach dann auch recherchiert. Und ich erkläre dir gleich auch alles das, was ich dazu denke und meine. Und es ist tatsächlich auch so, dass die Menschen, die damals mit mir die Zeit verbracht haben, das extrem gespürt haben und auch nicht so lustig fanden, dass ich jetzt auch sehr bewusst die Lilith-Kraft in mir aktiviert habe. Denn das ist eine ganz rebellische, transformative, dunkle Energie, die für sich einsteht. Und das hat nicht allen gefallen, logischerweise, weil das natürlich auch etwas für das Umfeld bedeutet und die dürfen dann auch irgendwie andere Entscheidungen treffen. Es ist auch genau die Zeit gewesen, wo ich dann aus dem Network Marketing ausgestiegen bin, obwohl ich damals in der Dezember 2021 Abrechnung über 10.000 Euro verdient habe und im Januar, Februar bin ich dann ausgestiegen. Ich habe gesagt, nee, das läuft hier nicht so, wie ich das haben möchte. Ihr unterdrückt zu sehr meine Energie. Ich kann hier mich irgendwie unternehmerisch nicht frei entfalten. Ich gehe. Und diese Entscheidung ist ganz, ganz klar keine Sicherheits- und keine Vernunftsentscheidung gewesen, sondern eine Lilith-Entscheidung. Und ich nehme dich jetzt mal mit, was Lilith bedeutet. Lilith steht für die weibliche Urkraft. Ihre Geschichte, die Mythologie der Geschichte ist im Garten Eden, dort wo Adam und Eva, die Geschichte kennst du wahrscheinlich, ihren Ursprung haben. Und bevor Eva da war, so sagt die Mythologie, war Lilith die Frau an Adams Seite. Und Lilith ist ebenfalls nach dem Schöpfungsmythos aus der Erde erschaffen worden. Wahrscheinlich kennst du diese Geschichte. Adam aus der Erde, Eva aus seiner Rippe. Und Lilith war vor Eva da und wurde auch aus der Erde erschaffen. Sie war also Adam ebenbürtig als konträre weibliche Energie zu seiner männlichen Energie. Und das bedeutet aber auch, dass sie sich nicht dem Manne untertan gemacht hat, wie das in der kirchlichen Beschreibung über Eva später gesagt wird, sondern ihren eigenen Kopf hat, ihre eigenen Entscheidungen getroffen hat und nach der Mythologie gesagt hat, dass sie beim Sex zum Beispiel nicht unten liegen wollte. Sie wollte nicht von Adam dominiert werden und dass er die Entscheidungen für sie trifft und dass er ihr Herr ist. Und weil Adam das aber gefordert hat und in der Mythologie wohl auch dieser Gott, der das alles erschaffen hat, ist Eva geflohen und hat gesagt, Lilith geflohen und ist aus dem Garten Eden raus. Man sagt, sie hat sich mit Dämonen zusammengeschlossen, hat auch mehrere Kinder mit Dämonen gezeugt. Ich fühle das nicht ganz so. Ich glaube, dass das aus der Sicht, wenn man geht, aus der Adam-Sicht, aus der kirchlichen Sicht, wenn man geht, dass die einzige Entscheidung oder die einzige Begründung sein kann, die niemanden weiter nachforschen lässt, was eigentlich wirklich mit Lilith passiert ist, weil
Ja, Dämonen, das, dann kann sie ja nur böse gewesen sein, so abgehakt. Ich glaube, dass das nicht der Fall gewesen ist, sondern dass sie einfach ihrer inneren Kraft gefolgt ist. Nachdem sie weg war, brauchte Adam aber für die Erschaffung quasi der Menschheit dann trotzdem eine Frau und dann ist Eva aus seiner Rippe entstanden, die für die devote, mütterliche, weiche, weibliche Seite steht und dem Manne untertan ist nach biblischer Geschichte. Und das wird ja auch heutzutage noch manchmal oder häufig so gesagt, wenn Menschen kirchlich heiraten, was ich richtig gruselig finde, ehrlicherweise. Aber zurück zu Lilith. Sie verkörpert diese weibliche Urkraft und zwar nicht nur dieses gesellschaftliche, brave, ich bin hier das Trophy-Wife, wie man heutzutage vielleicht sagen würde, das mit der mütterlichen Sorgenenergie, sondern auch die dunkle Seite der Weiblichkeit, die sexuelle weibliche Kraft, die Tiefe und die spirituelle Hexenkraft, vielleicht auch die Witchcraft von Frauen. Und Lilith bedeutet, du bist unzerstörbar verbunden. Und ich liebe diesen Begriff so sehr. Und ich weiß, es wird irgendwann auch einen Online-Kurs von mir zu diesem Thema geben. Unzerstörbar verbunden mit dem Universum, mit den Kräften der Natur, mit der Göttlichkeit, mit deiner eigenen Göttlichkeit als Frau. Das bedeutet Lilith und sie wird auch als die mystische Königin der Horoskope bezeichnet. Deswegen muss Lilith natürlich ein Teil von Codes of Life sein, ist ja klar. Und sie hat einen ganz besonderen Platz in der Codes of Life Chart, die du in 9 Tagen selber betrachten kannst oder wenn der Podcast online geht in 8. Und zwar sind erst die 13 Planeten, klassischen Planeten der Human Design Chart dort, dann kommt der Chiron und dann kommt die Lilith als exponierte Position und dann folgen die astrologischen Achsen. Das heißt, sie hat für mich eine sehr, sehr große Bedeutung und für meine persönliche und spirituelle Entwicklung der letzten Jahre und sie darf auch in Zukunft für dich total gerne Bedeutung haben und zwar unabhängig davon, ob du Mann oder Frau bist. Lilith ist auch der schwarze Mond oder der dunkle Mond genannt. Und das kommt, weil sie kein Planet ist, sondern ein Punkt auf der Mondumlaufbahn. Der Mond umkreist ja die Erde die ganze Zeit und diese Umlaufbahn ist nicht kreisförmig, sondern auch elliptisch. Das bedeutet, zu jedem Zeitpunkt gibt es einen Punkt, an dem die Mondumlaufbahn am entferntesten weg ist von der Erde. Und das ist der Punkt, an dem Lilith berechnet wird. Und deswegen heißt sie auch die dunkle Mondin oder die schwarze Mondin. Sie steht für das Unbewusste, für das Verborgene und auch für das Unterdrückte. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Für die Verbindung mit deinen tiefsten Ängsten, deinen unterdrückten Wünschen und den Schattenaspekten deiner Persönlichkeit. Das heißt, sie steht dafür, nicht immer nur zu schauen, was können wir Tolles, sondern auch, was sind unsere tiefsten Wünsche und Sehnsüchte? Sie schaut auch auf der sexuellen Ebene hin, auf der körperlichen Bedürfnisebene hin, aber auch auf der Ebene von Macht zum Beispiel. Und sie ist eine sehr rebellische Energie. Lilith hinterfragt Regeln und Normen, sonst wäre sie auch nicht aus dem Paradies ausgestiegen, hätte ihren eigenen Weg quasi gemacht und sagt, okay, ich möchte das anders leben. Ich möchte Weiblichkeit so leben, wie ich das fühle, unkonventionell und nicht angepasst. Und sie schaut sich Tabuthemen an, sie spricht es an. Lilith ist eine unabhängige Energie und sehr, sehr kraftvoll. Vielleicht spürst du das auch schon, wenn du dir jetzt die Podcast-Folge anhörst und dich so alleine mit dem Energiefeld dadurch verbindest. Sie schaut sich Machtstrukturen sehr genau an, hinterfragt die, schaut sich eben Sexualitätstabus an. Sie liebt Transformation, und die Dunkelheit, die dunklen Aspekte. Lilith bringt ganz unterschiedliche neue Dynamiken in Beziehungen und Verbindungen, kann Partnerschaften natürlich herausfordern, wenn Frauen oder auch Männer diese weiblichen dunklen Aspekte leben und auf einmal andere Dinge sagen, fordern, wichtig werden oder gelebt werden. Und es geht um die individuelle Freiheit und auch die Freiheit von Erwartungen, die ja eher Eva verkörpert in der Mythologie, also wirklich das eigene Ding zu machen, no matter what, und den eigenen Weg zu gehen. Lilith steht für mächtige und selbstbewusste Frauen, für weibliche Unabhängigkeit, für Selbstbestimmung.
und gleichzeitig heilt sie die Beziehung zum Männlichen. Und das ist etwas, also Lilith wird oft auch von Strömungen der Emanzipation und der, weiß was ich, ja, dieser Frauen verwendet, die für Weiblichkeit kämpfen und in meinem Empfinden jetzt gerne für die nächsten paar hundert Jahre mal die Weiblichkeit vor die Männlichkeit stellen wollen und sagen wollen, jetzt müssen wir den Spieß mal umdrehen und lieber die Männer unterdrücken und die Frauen nach vorn holen. Lilith steht dafür, die Beziehung zu heilen. Das heißt, die tiefe Weiblichkeit zu leben, aber nicht gegen das Männliche, sondern im Einklang mit dem Männlichen. Und steht für diese beiden polaren Aspekte, die in jedem von uns agieren und die in jedem von uns sind. Als Mann, der deine weiblichen Aspekte und als Frau auch deine männlichen Aspekte, die im Einklang zu bringen. Sie hilft dir, dass du lernst, dich auf dich selbst zu verlassen. Und das ist eine sehr feurige, kreative, juicy, aber auch eine sehr dunkle Energie. Ich habe mich von Lilith komplett angesprochen gefühlt von dieser Energie. Es ist auch direkt dann in dem Jahr das Tattoo hier auf meinem Arm entstanden, also die Mondsichel mit dem Kreuz unten dran. Das ist das Symbol der dunklen Mondin, der Lilith. Und das erinnert mich an diese unzerstörbare Verbundenheit, an diesen Kern und auch an dieses Thema von weiblicher spiritueller Kraft, die sehr aus dem Weiblichen entspringt und die eher so diese, auch die Hexenkraft oder die Witchcraft, oder wie wir das nennen wollen, empowert und fördert. Das ist auch ein Thema, was noch kommen wird, auf jeden Fall, weil es richtig, richtig cool ist. Und jetzt gucke ich gerade auf die Uhr und es ist 11.11 Uhr und das nehme ich wieder als ein wundervolles Zeichen dafür, dass es genau richtig ist, dass das alles noch kommt. Ich habe geschaut, in welchen Placements Lilith bei mir steht, und das kannst du dann mit unserem System Codes of Life auch machen. Du kannst dir auf der einen Seite anschauen, welche Tore aktiviert werden und kannst da schauen, was für dich wichtig ist. Du kannst aber auch schauen, in welchem Tierkreiszeichen steht Lilith in deiner Chart. Und bei mir ist es der Löwe. Und das Tierkreiszeichen des Löwen hat auch eine sehr starke, sehr präsente, sehr feurige Energie. Es gehört auch zu den Feuerzeichen, genau wie mein Sonnenzeichen, der Widder. Und da geht es um starke Persönlichkeiten, um Bühnenpräsenz, um starken Willen, Selbstbewusstsein und Charisma, um im Rampenlicht zu stehen, sich auszudrücken. Und das passt sehr dazu, was ich auf einem meiner letzten Seminare erfahren habe, bei dem ich war. Da wurde mir nämlich auch nochmal bestätigt, dass ich wie eine Botschafterin der Lilith-Energie hier auf der Erde bin und dass ich zu dieser, man könnte sagen, Ahnenreihe gehöre, however wir das bezeichnen und glauben würden, zur energetischen Ahnenreihe der Frauen, die diese Energie auf die Welt bringen und die eben nicht dedicated sind, die Eva-Energie zu leben, sondern eben diese Lilith-Energie in die Welt zu bringen. Und das braucht Mut in der Zeit, aber auch starke Gegenpol-Menschen, die im eigenen Leben sind. Denn wir können mit Eva, können wir alle sehr gut. Eva sind wir gewöhnt über die letzten Jahrhunderte und Jahrtausende. Lilith, ja nicht. Hexen wurden verbrannt, all diese Energie wurde unterdrückt über sehr, sehr lange Zeit und wird jetzt, wenn sie hochkommt, auch oft destruktiv gelebt, nämlich gegen die männliche Energie oder sehr sexuell und so als Männerfängerinnen, als Vamps und so weiter. Das ist alles nicht die wahre Lilith, denn die ist auch wieder in sich ausbalanciert und lebt das, lebt diese Macht, lebt diese Energie, allerdings nicht gegen andere oder um andere zu unterdrücken, sondern wünscht sich, dass alle diese Kraft, diese Stärke, diese Energie in sich entfachen können. Und dir wünsche ich das natürlich auch. Und meine Lilith steht im 11. Haus. Und das 11. Haus ist für Netzwerke und Gemeinschaften. Und auch zu welchen Gruppen gehöre ich dazu? Möchte ich dazugehören? Wie möchte ich meine individuelle Freiheit leben? Was für Visionen möchte ich in die Welt bringen? Und das ist auch sehr spannend. Also Lilith ist auch über das Haus ein Thema, was ich in die Welt bringe und wo ich
immer wieder diese Frage in den Raum stelle, wo möchtest du dazugehören? Was ist dir wichtig? Wo ist es dir auch wirklich wichtig, dazuzugehören? Und wo darfst du für dich losgehen und deine innere Führung leben? Und da sind wir wieder im Umkehrschluss und in dem Loop zu 2027, dass jeder seine eigene innere Führung finden darf und die leben darf. Und da spielt in meiner Meinung nach Lilith eine große Rolle. Und deswegen findest du sie ab in wenigen Tagen bei uns im Court-of-Life-System. Kannst dir deine Placements auswerten lassen, kannst dir entweder eine PDF-Auswertung zu deiner Chart bestellen, wo dann auch die ganzen Texte sind, oder du kannst dir Professional-Version buchen und sie dann lesen. Wie auch immer du das machst, es ist super hilfreich, wenn du dich jetzt entweder der WhatsApp-Community anschließt oder noch besser auf codesoflife.com dich in den Wartelisten-Newsletter einträgst, denn dann bekommst du mit, wann wir starten, bekommst auch eine Einladung zu unseren Launch-Zoom-Calls und bist als First Mover mit Special-Angeboten in diesem neuen System dabei und kannst natürlich auch direkt deine Lilith ausgraben und entdecken und vielleicht auch noch mehr leben, denn ich glaube, das ist eine wichtige Aufgabe. Ich wünsche dir jetzt einen richtig schönen Tag. Verbinde dich vielleicht ein bisschen öfter mit diesem Energiefeld. Der Lilith, du musst dir vielleicht nicht gleich ein Tattoo stechen lassen, aber mir hilft es immer bewusst, mich einzuklinken und mal zu schauen, was es mit dir macht und welche Themen da für dich hochkommen und noch gelebt werden wollen. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, dass du da bist. Ciao, ciao.